Hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt noch mal ein bisschen Bewegtbild. Ich hatte zwar nur das Standardstativ dabei, aber damit kann ich auch ein bisschen rumlaufen. Folgendes: Ich bin wieder was gefragt worden und war eigentlich, also da möchte ich jetzt erstmal ein gehöriges Dankeschön aussprechen. Es war zuerst mal nur eine, sagen wir mal, textalische Frage, Mücke. Was es damit auf sich haben könnte, dass der Fragesteller einen Baum gefunden hat, eine alte Buche oder ich glaube mehrere, in die zum Teil sehr alte Jahreszahlen eingeritzt sind. Er hat auch was von 1800 Ungrad gefunden, aber auch noch gut zu lesen und relativ deutlich waren Sachen so um die NS-Zeit. Ne? Nur so zur groben Einordnung. Und Hakenkreuze sind wohl auch noch drin gewesen oder sonst irgendwie. Weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls, die Frage ist jetzt, ist das echt? Ist das von damals? Oder ist das einfach jung und irgendwer hat es gefaked und ist da ein Fan vom Jahre 1939? Oder was auch immer. So, das war die Frage. Dazu habe ich dann mal ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Und dann ist er doch tatsächlich, und da muss ich sagen, Respekt, da nochmal extra hin und hat nochmal Fotos gemacht, was dazu führt, dass wir jetzt zum Zwecke dieses Videos auch Bildmaterial haben. Grund, weshalb ich hier jetzt gerade im Wald unterwegs bin, war, dass ich eigentlich in Erinnerung hatte, dass es hier irgendwo eine alte Buche gab, wo auch ein bisschen was eingeritzt war, weil bei dieser Hütte hier, da werden gerne mal Schulausflüge hingemacht. Ja, und die lieben Schüler, die haben ein Taschenmesser. Heutzutage wohl nicht mehr, aber früher hatten sie das noch. Ich zum Beispiel. Und ritzen sich dann entsprechend ihre Lieblingsklassenkameradin mit Herzchen und Initialien hier in die Buche, die weg ist. Beziehungsweise sie haben es zum Teil auch bei der Eiche versucht, die auch weg ist. Beziehungsweise, sagen wir mal, von der ist nicht mehr so viel übrig. So, und jetzt kann ich mich auch wieder hinhocken, glaube ich. Dazu jetzt eine kleine Anekdote aus der Vorlesung. Als uns erklärt wurde in der Botanik-Grundvorlesung, was der Unterschied zwischen einem Periderm-Baum und einem, ich glaube, die heißen dann einfach nur Nicht-Periderm-Baum. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob die einen speziellen Überbegriff, Fachbegriff-Namen haben. Jedenfalls, was der Unterschied ist, als kleine Eselsbrücke hat man uns auf den Weg gegeben, wenn wir schon unsere Liebste in irgendeinem Baum verewigen müssen, dann sollen wir doch bitte dann schon so nachhaltig sein und einen Periderm-Baum nehmen. Denn wenn man es tatsächlich, jetzt mal sieht es nicht schön aus, aber wenn man es schafft, in eine Fichte oder eine Douglasie oder eine Tanne oder eine Eiche oder auch eine Birke jeweils den Namen seiner Angebeteten reinzuritzen, dann hat man das Problem, dass die ihre Rinde, ihre äußere Rindenschicht nach und nach erneuern und das alte Material quasi abwerfen. Insbesondere bei der Fichte kann man schön sehen, die hat jeder schon mal gesehen. Wenn nicht, rennt mal kurz in den Wald und sucht euch irgendeinen Baum. Ihr habt 50% Chance, dass es sich um eine Fichte handelt. Inzwischen sind es, glaube ich, nur noch 45%, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber rein statistisch gesehen sind jedenfalls die Chancen, irgendwo eine Fichte zu finden, nach wie vor relativ gut. So, und dann geht ihr bei der Fichte mal hin. Habe ich hier gerade irgendwo eine? Ich bin echt im falschen Wald gerade, tut mir leid. Fichte. Hilft uns jetzt nicht. Muss eine Fichte mit Rinde sein. Und da könnt ihr dann so einzelne Schuppen, die an der Borke dranhängen, teilweise sogar mit der Hand relativ gut abbrechen. Ne? Das liegt eben daran, weil die Borke vom Kambium aus gesehen nach außen wächst und das eben in Form dieser Schuppen. Das heißt, es kommen von innen neue Schuppen nach, drücken gegen die äußeren Schuppen, also die, die man außen an der Borke sehen kann, und dann plumpsen die irgendwann runter. Und dann kommt die neue Schuppe da quasi rausgewachsen. Das Ganze verläuft sehr langsam. Deswegen werden so nach und nach die äußeren Schuppen dann halt irgendwann locker und dann kann man irgendwann hingehen und sie mehr oder weniger einfach runterpflücken. Bei anderen funktioniert das nicht, weil die noch zu weit drin sitzen. Und mit dieser Schuppen nach außen schiebe Methode erneuert sich quasi nach und nach dann auch die äußere
Haut vom Baum, wenn man das so nennen möchte, damit die immer eine gewisse Jugendfrische behält und damit auch immer geschlossen bleibt. Und so hat der Baum natürlich auch eine Möglichkeit, kleinere Verletzungen der Borke zu regenerieren, indem er halt eine neue Schuppe hinterher schiebt. Eben wie gesagt, das ist das Standardsystem. In irgendeiner Form machen das die meisten Baumarten, dass sie halt einzelne Schuppen hinterher schieben. Die können sehr unterschiedlich aussehen, diese Schuppen, die können sehr unterschiedlich groß sein. Teilweise ist es auch gar nicht so sehr als Schuppe zu erkennen. Das wäre der Fall bei der Birke. Ist ja an sich eine relativ glatte Rinde, aber das ist eine sogenannte Ringelborke, was wir also streifenförmig gerne mal vom Baum ziehen, was man übrigens nicht tun sollte, davon abgesehen, aber was man potenziell zumindest tun kann in einer Notsituation, wenn man unbedingt Birkenrinde braucht. Das ist auch tatsächlich der natürliche Weg und das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, wenn ihr irgendwann mal in einem Anflug von Bösartigkeit wirklich mal ein bisschen Birkenrinde von der lebenden Birke entnommen habt oder so ganz kleine Futzelchen, die sich von alleine ablösen. Auf die möchte ich nämlich hinaus. Die pellen sich da ja quasi so seitlich ab und rollen sich so ein bisschen auf. Und man kann dann quasi das leicht aufgerollte schnappen und dann halt eben entsprechend so um den Baum rum abziehen. Im krassesten Fall einmal ganz rum. Was man dann auch wieder nicht tun sollte. Aber es geht. Und das liegt eben daran, dass auch der natürliche Mechanismus, wie die Birke ihre Borke erneuert, eben das ist, dass gleich eine ganze Ring von eben junger Borke da quasi hinterherkommt und der alte, der ringelt sich dann so eben ab und dann kommt die neue Rindenschicht unten raus. Wenn man also bei, das muss man vielleicht noch dazu sagen an dieser Stelle, wenn man bei der Birkenrinde also wirklich nur die aller äußerste Schicht entnimmt, dann die regeneriert sich auch. Die kann nachwachsen, weil dann ja die nächste Schicht Birkenrinde da eben entsprechend nachkommt und das, was sich dann abringeln würde, hat man halt dann schon vorher entnommen. Darf man natürlich nicht zu früh machen und immer schön mit Vorsicht genießen, aber solange es wirklich bloß diese regenerative äußerste Schicht ist, ist es dem Baum jetzt nicht allzu schlimm. Ne? Also gut möchte ich es immer noch nicht nennen, aber das geht. Das geht schon. Hat Mücken. So, und was ist jetzt nochmal ein Periderm-Baum, um darauf zurückzukommen? Der macht das System, wie eben beschrieben, dass da immer wieder so einzelne Schuppen und Borkenbestandteile von innen heraus nach außen wachsen und das äußere Teil absprengen sozusagen. Das macht der nicht. Bei einer Buche, wenn die dicker wird, dann ja, sorgt sie dafür, dass der Mantel ihrer Rinde tatsächlich eben mitwächst. Also heißt, normalerweise, wenn der Baum dicker werden würde und die Rinde bleibt eben quasi gleich dick, würde sie ja an einer Stelle aufreißen. Dann bildet sich da wirklich auf der gesamten Länge des Baums quasi ein dicker Riss. Und da hätte man dann an der Stelle halt eine riesen Eintrittspforte für diverse Krankheitserreger, Pathogene. Und das will der Baum natürlich nicht und deshalb wächst an diesen Zonen, wo die Borke sonst einreißen würde, beziehungsweise über den gesamten Stamm verteilt, wächst dann nach und nach so einzelne Zellreihen eben an Rindenmaterial überall nach. Also da kann sich die Rinde tatsächlich als solche regenerieren. Alte Rindenteile müssen nicht abgeworfen oder abgestoßen werden. Und das ist eben das, was den Periderm-Baum auszeichnet. Die Rinde ist regenerierbar. Das soll heißen, die äußere Rinde bleibt immer dieselbe. So, und wenn man jetzt da was reinritzt, dann bestehen durchaus gute Chancen, dass je nachdem, wie tief man das reingeritzt hat und wie schön, im Sinne von wie deutlich, das noch über, ja, große Teile des Baumlebens, so eine Buche wird, wenn sie alt wird, vielleicht 500, dann ist irgendwann bei einer Buche echt Schluss. Aber ja, über diese 500 Jahre kann schon durchaus sein, dass man das so 100, 150 Jahre noch einigermaßen lesen kann. Wie gesagt, dadurch, dass die Borke immer dicker wächst, verzieht sich dann irgendwann der Schriftzug, der da reingeschrieben worden ist, auch die Jahreszahl. Aber jetzt im Fall von zum Beispiel eben 1935 oder irgendwie sowas um den Dreh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann eben ja 100 Jahre lang noch einigermaßen zu erkennen sein wird. Das heißt, die Beispiele, die wir da sehen können in den genannten Bildern, die sind wahrscheinlich authentisch. Auch Sachen von Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850 rum, irgendwas um den Dreh. Wenn das nur noch kaum zu lesen ist und ziemlich verwittert aussieht, aber man es noch erahnen kann, dann wird das wahrscheinlich auch echt sein.
Aber nochmal, das funktioniert nur bei Periderm-Bäumen. Seht ihr das in irgendeinem Baum mit einer Schuppenborke, dann ist das gefaked und jüngeren Datums. Und es sollte halt eben auch zur Echtheitskontrolle, sollte es wirklich so aussehen, als wäre das jetzt ein bisschen in die Breite gezogen. Vor allen Dingen in die Breite. Also wenn man das so ein bisschen erahnen kann und erkennen kann, also sprich ein Herzchen, das nicht mehr so spitz zuläuft, sondern das dann eher nach und nach so aussieht, was man auch oft eben sehen kann, wenn man sich solche in den Baum geritzten Herzler anguckt, das wäre eben so der typische Fall für eine authentische Entwicklung dessen, was da so in den Baum geritzt wurde. Tja, wie gesagt, ich finde leider keinen Beispielbaum jetzt bei mir hier in der Gegend, aber wir haben ja schöne Bilder. Und ich hoffe, das war auch so verständlich. Periderm-Baum, wer den Fachbegriff nochmal hören möchte. Paar Beispiele vielleicht noch, eben neben der Buche, dem Klassiker schlechthin, auch die Hainbuche, die allerdings keine Buche, sondern eigentlich ein Birkengewächs ist. Bei der läuft das so ab. Und die Ahörner. Zumindest in jungen Jahren, die neigen dann dazu, wenn sie ein bisschen älter werden, auch hin und wieder mal eine Schuppenborke auszubilden. Aber in jungen Jahren kann es noch so periderm-artig ablaufen. Es ist übrigens relativ oft auch der Fall, dass Bäume, die in jungen Jahren noch Periderm-Bäume sind oder zumindest periderm-artig mit ihrer Borke umgehen, wenn sie dann älter werden, irgendwann eine Schuppenborke ausbilden. Weil so eine Periderm-Borke, die muss ja immer versorgt werden, immer umsorgt werden über all die Jahre, die besteht. Und das wird unter Umständen, also das ist eine Theorie, warum das so sein könnte. Ja, man weiß es noch nicht genau, wird das irgendwann zu aufwendig, wenn zu viel Borke da ist. Und dann haben die quasi so einen Alternativplan auf ihrer DMA, zum Beispiel alte Buchen, dass sie dann umschalten auf eine Borke, die aussieht wie von der Eiche. Eiche und Buche, sehr nahe verwandt, macht also irgendwo Sinn. Und das kann man halt eben vor allen Dingen bei alten Buchen beobachten. Aber, und das ist der Knackpunkt und der große Kritikpunkt auch an dieser Theorie, nicht bei allen alten Buchen, sondern nur bei manchen. Also es ist schwierig, da wirklich zu sagen, das ist generell so. Ist es nämlich nicht. Und wenn was nicht generell so ist, dann tut sich der liebe Wissenschaftler mit sowas dann immer ziemlich schwer und ein Gesetz kann man da wieder mal nicht draus machen. Und an dieser Stelle möchte ich dann nochmal betonen, Biologie ist generell immer die Wissenschaft von der Ausnahme. Es gibt Regeln, die meisten stimmen, es gibt immer Ausnahmen. Bis auf die allerelementarsten Grundregeln auf zellulärer Ebene. Die sind tatsächlich noch ja, Gesetze im physikalischen Sinn. Das heißt, ein Gesetz gilt immer. Keine Ausnahme. Und das gibt es in der Biologie nur quasi dann in der Biochemie und eben, wie gesagt, auf der kleinsten Ebene des Lebens, sobald was komplexer wird, immer Ausnahmen. Ausnahmslos. Das ist sozusagen die eine Sache, die keine Ausnahmen hat, dass es immer Ausnahmen gibt. Ja, schon wieder etwas viel um den heißen Brei herumgeredet, aber ich denke, die Botschaft war trotzdem klar. Und dann wünsche ich jetzt, aber wirklich, falls ihr jetzt beide Videos zufällig am Stück geguckt habt, das andere, wo ich hier sitze, ist der andere Teil. Wünsche ich jetzt endgültig einen schönen Abend, fahre noch eine Runde einkaufen und dann auch wieder heim. Macht's gut und lasst euch nicht betüxen.